Fühlt sich zumindest so an. Allerdings ist Krieg gewollt. Denn wer Krieg führt, benötigt Waffen. Deutsche Konzerne wie ThyssenKrupp oder Heckler & Koch produzieren diese, um sie in eben jene weit entfernte Orte zu verscherbeln. Nicht umsonst ist die BRD der drittgrößte Waffenexporteur auf der Welt, denn Krieg ist unglaublich profitabel. Aber es geht auch anders. Statt Waffen und Munition zu produzieren, sollte das Ziel sein, Rüstungsgüter auf zivile und gesellschaftlich nützliche Produkte umzustellen. Denn Rüstungsproduktionen bleiben menschenverachtend und eine ungeheure Verschwendung gesellschaftlicher Ressourcen. So wie sich in der Frage der Rüstungskonversion die IG Metall als Teil der Friedensbewegung sieht, sieht auch die Anne Rieger das. Sie sitzt im Landesvorstand des Linksblocks, also des gewerkschaftlichen Linksblocks des österreichischen Gewerkschaftsbundes und hat zum Thema Rüstungskonversion jetzt auch ein paar Worte zu sagen. Als ich vergangene Woche von den Kriegstoten in Syrien und vor 2 Tagen von denen in Afghanistan gehört habe, sind mir sofort meine Deutschlernlinge aus diesen Ländern, denen ich ehrenamtlich helfe, die deutsche Sprache zu erlernen, in den Kopf gekommen. Ich habe sofort ihre traurigen Augen vor mir gesehen, wenn sie erzählen mit ihren wenigen Deutschkenntnissen von zu Hause, vom Vater, der Mutter, den Geschwistern von ihrer Heimat, manche noch halbe Kinder, geflohen vor dem Krieg, oft auch vor dem Kriegsdienst. Und sofort ist mir in den Kopf gekommen, wenn es doch keine Bomben, wenn es doch keine Waffen, wenn es doch keinen Nachschub mehr in die Kriegs- und Krisengebiete geben würde, dann hätten sie nicht von zu Hause zu uns fliehen müssen. Wir stehen heute hier, weil wir die Fluchtursachen bekämpfen wollen. Das heißt für uns, abrüsten sofort. Zivile Produktion statt Rüstungsproduktion. Rückruf aller Soldatinnen in die Kasernen. Kooperation statt Konfrontation. Wir fordern die Waffen nieder. Alle Waffen, nicht nur die chemischen, müssen sofort vernichtet werden. Deutschland, wie die ganze Welt, ist verpflichtet zum Abrüsten. Deutschland aber mit seiner monströsen Vergangenheit hat besondere Verantwortung, mit positivem Beispiel voranzugehen. 2-mal bereits haben Großkonzerne, Deutsche, mit deutschen Regierungen Eroberungskriege geführt. Leben, Umwelt und Infrastruktur millionenfach vernichtet. Und immer, immer war das Ziel höhere Profite für Konzerne. Damit muss endlich Schluss sein. Wir stehen heute hier, damit solcher Terror nicht zum 3. Mal passiert. Wir fordern von Frau Merkel sofortiger Stopp aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Rüsten Sie die deutsche Bundeswehr ab, statt sie mit unseren Steuergeldern noch weiter aufzurüsten. Es ist absurd. Der Militäretat für 2017 wird um 2,7 Milliarden Euro auf 37 Milliarden Euro erhöht, also um 8%. Der Regelsatz für Hartz-IV-Empfängerinnen dagegen gerade mal um 1,2%. 8% gegen 1,2%. Und das Zynische ist, von 404 auf 409 Euro. Dafür ist kein Geld da. Wir lehnen solchen Zynismus ab. Rüstungskonzerne dagegen und ihre Aktionäre jubeln. Im Geschäftsjahr 2016 stieg der Umsatz des Düsseldorfer Kriegsunternehmens Rheinmetall
bereits um 8% auf 5.600 Millionen Euro. Eine Steigerung der Rüstungsausgaben soll nun Jahr für Jahr erfolgen, auf 2% des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahre 2024. Diese jährliche Erhöhung des Militärhaushaltes beträgt 25 Milliarden Euro. Dafür kann man entweder 1800 Schützenpanzer oder 1 Million Sozialwohnungen bauen. Wir brauchen Sozialwohnungen und keine Panzer. Dieser Wahnsinn der Militärausgaben muss beendet werden. Arbeitsplätze müssen und dürfen dabei nicht verloren gehen. Und deswegen ist es nötig, gemeinsam mit den Beschäftigten der Rüstungsindustrie darum zu kämpfen, dass die Gelder, die für Waffen und Kriegsgerät ausgegeben werden, stattdessen für sozial und ökologisch nützliche Produkte und Dienstleistungen ausgegeben werden. Denn wie mein Kollege vom IG Metall-Vorstand gesagt hat, Zitat, hat ein Ingenieur die Wahl zwischen einem Job in einem Autokonzern oder einem Rüstungsbetrieb, entscheidet er sich nicht unbedingt für Letzteres. Rüstungsarbeiterinnen aber sind in einem Dilemma und das lautet, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Denn Rüstungsarbeiterinnen sind in erster Linie lohnabhängig Beschäftigte in einer privatkapitalistisch organisierten Produktion, wie unsere Kolleginnen und Kollegen im zivilen Bereich auch. Ihr Bewusstsein und ihr Interesse werden durch die Angst um den Arbeitsplatz geprägt. Diese Abhängigkeit von ihrer Existenzgrundlage, nämlich ihrem Arbeitsplatz, wird in der Diskussion um Frieden und Abrüstung meist zu wenig berücksichtigt. Unsere gewerkschaftliche Position ist Frieden und Abrüstung und Arbeitsplätze. Die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie sind hochqualifiziert und in der Lage, auch in anderen Bereichen zu arbeiten, wenn dafür Finanzmittel für die Umstellung und die Qualifizierung der Beschäftigten zur Verfügung gestellt wird. Die Sparten liegen ja auf der Hand. Ökologie, die Vernichtung der Umwelt muss beendet werden. Erneuerbare Energien brauchen wir. Energieeffiziente Anlagen müssen die vorhandenen ersetzen. Technische Hilfen für unsere alternde Gesellschaft schreien nach Entwicklung. Zivile Sicherheitstechnologien sind vonnöten und sanfte Mobilität muss entwickelt werden, wenn wir unseren Planeten nicht umbringen wollen. Die Betriebsräte und Beschäftigten aus den Rüstungsbetrieben bestätigen, dass sie schon heute in der Lage wären, zivile Produkte herzustellen. Ein Beispiel dafür ist der Navigationshersteller LITEF in Baden-Württemberg, der gezeigt hat, dass in Kooperation beim Beschäftigten IG Metall und in dem Fall auch des Managements Arbeitsplätze langfristig gesichert werden konnten. Natürlich brauchen wir auch dazu Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohn- und Personalausgleich, die Konzerne und ihre Aktionäre finanzieren müssen. Von der Bundesregierung aber fordern wir einen Rüstungskonversionsfonds mit einem Antragsrecht der IG Metall und der Betriebsräte, denn es sind unsere Steuergelder und deswegen geben wir, Frau Merkel, diesen Auftrag. Ein erster Schritt wäre, die Rüstungsausgaben sofort einzufrieren und eben nicht auf 37 Milliarden zu erhöhen. Der zweite Schritt wäre dann, die geplanten zusätzlichen 130 Milliarden
Milliarden Euro für die nächsten Jahre nicht für Kriegsgerät auszugeben, sondern diesem Konversionsfonds zuzuführen und gemeinsam mit den Beschäftigten und der IG Metall zu beraten, wie diese Umstellung erfolgen soll. Der dritte Schritt wäre dann die 5%ige Kürzung der Rüstungsausgaben. Die IG Metall ist bereit, Schritte in Richtung Umstellung auf zivile Ausweitung der Produktpaletten, also zu Konversion und Diversifikation zu gehen. Sie hat beschlossen, in Schwerpunktregionen Geld zur Verfügung zu stellen, um die Aktivitäten vor Ort der Betriebsräte, der Beschäftigten zu unterstützen auf der Suche nach anknüpfungsfähigen Produkten für zivile Märkte. Das ist ein wichtiger Schritt, weil der Schritt wird nur mit den Beschäftigten gehen, nicht ohne sie oder gar gegen sie. Deswegen lasst uns gemeinsam mit Beschäftigten, IG Metall und teilweise auch mit dem Management nach zivilen Alternativen suchen, Druck auf die Regierung entwickeln und die Finanzmittel für den Konversionsfonds locker zu machen. Wir wollen nicht, dass noch mehr Menschen vor Krieg und Krise ihre Heimat verlassen müssen. Noch ein kurzes Wort zur wachsenden Konfrontation gegenüber Russland. Sie muss beendet werden und zum Ziel führen nur Verhandlungen auf Augenhöhe gleichberechtigter Staaten. Der Truppenaufmarsch an der Grenze zu Russland zusammen mit den aggressiv angelegten Großmanövern verschärft aber die Krisensituation. Und Sanktionen schaden den Menschen dort wie hier, der Wirtschaft dort wie hier, und sie führen zu keinem befriedigenden Ergebnis für alle. Wir weigern uns, das uns politisch und medial vorgegebene Schwarz-Weiß-Schema zu übernehmen. Wer in Russland den alleinigen Störenfried und Aggressor sieht, hat von den Verhältnissen in und um die Ukraine wenig verstanden. Für die internationalen Spannungen in Osteuropa liegen in der Politik von der EU und der NATO, die beide ihre Grenzen weiter an Russland herangeschoben haben und die Ukraine mit einem Assoziierungsvertrag wirtschaftlich knebeln und militärisch gegen Russland in Stellung bringen wollten. Gab es den Staatsstreich mit westlicher Unterstützung, der Janukowitsch zur Flucht zwang. Die neue Koalition dann, die auch Faschisten umfasste, die neue geopolitische Situation brachten offensichtlich die russische Führung dazu, ihre Sicherheit im Süden militärisch in die Hand zu nehmen, die Krim zu besetzen und ein Referendum durchzuführen. 97% der Bevölkerung auf der Krim sprachen sich für Russland aus. Ich erinnere an 1962, einige von euch können sich mit mir noch dran erinnern. Die USA verhinderten sowjetische Raketen in Kuba in unmittelbarer Reichweite ihrer Grenzen. Sie wollten 90 Meilen von ihrem Territorium entfernt keine sowjetischen Raketen haben. Aus eigener Erfahrung hätten die USA wissen müssen, dass Russland sich wehren würde, wenn man ihm zu nahe auf den Pelz rückt, genauso wie die USA das damals taten. Ausgewiesene Völkerrechtler streiten bis heute darüber, ob die Übernahme der Krim durch Russland legal war. Es gibt da unterschiedliche Meinungen unter den Experten.
Verständlich war sie auf alle Fälle und sie war im Einklang mit der dort lebenden Bevölkerung. Selbst die neue Osnabrücker Zeitung verlangt von der EU mehr Verständnis für Russland und erinnert, Zitat, obwohl der vom Westen geförderte Sturz der Regierung in Kiew den Ukraine-Konflikt eskalieren ließ, gilt Moskau als größter Schuldiger. Aber immer noch Neue Osnabrücker Zeitung, nicht ich. Alles aber, was heute als russische Aggression gebrandmarkt wird, geschah nach dem Putsch, nicht davor. Wie wäre es, so die Osnabrücker Zeitung, eine gemeinsame Linie und den Ausgleich von Interessen zu suchen? Zitat Ende. Ich sage, oder wir sagen, genau so ist es. Frieden in Europa kann es nur gemeinsam mit Russland geben. Nicht mit militärischen Drohungen, nicht mit wirtschaftlichen Sanktionen. Nur in respektvoller Zusammenarbeit. Auf der Grundlage des Völkerrechts kann es zur gemeinsamen Bewertung globaler Probleme und zur gemeinsamen Entwicklung kollektiver Lösungen kommen. Diese respektvolle Zusammenarbeit, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, diese respektvolle Zusammenarbeit verlangen wir von Frau Merkel, denn wir wollen Frieden. Dankeschön, Anne Rieger.